Hallo zusammen. Hier in diesem Video schauen wir uns die Begriffe obere Schranke, untere Schranke, das Supremum und das Infimum näher an. Dabei werde ich hier in diesem Video auch einen Schwerpunkt darauf legen, zu erklären, warum es eigentlich die Definition Supremum und Infimum gibt. Wir fangen mal jetzt direkt mit einem Beispiel an und nähern uns zusammen die Begriffe an. Wir haben hier die Menge m gegeben. Das ist ein Intervall. In der Menge sind alle reellen Zahlen zwischen 0 und 1 enthalten. So sind die Elemente der Menge definiert und das habe ich hier auch mal versucht bildlich darzustellen. Also wir schauen uns alle Zahlen zwischen 0 und 1 an. Wichtig ist hierbei, dass die 0 nicht dazugehört. Wir haben hier ein offenes Intervall. Was könnte hier die obere Schranke sein? Wie der Begriff das schon andeutet, ist mit der oberen Schranke eine Zahl gemeint, die größer gleich jedem Element von m ist. Dann nennt man die Zahl die obere Schranke von der Menge m. Also hier im Beispiel wäre die 1,25 eine obere Schranke, weil alle Elemente kleiner gleich 1,25 sind. Außerdem wäre 100 eine obere Schranke. Eine untere Schranke ist zum Beispiel minus 0,25, weil alle Elemente von m größer gleich minus 0,25 sind. Auch hier gibt es verschiedene untere Schranken, wie zum Beispiel, ich kann hier auch minus 10 als untere Schranke nehmen. Das heißt, obere und untere Schranken sind nicht eindeutig. Ich habe unendlich viele obere und untere Schranken. Wir schauen uns mal die Definition einer oberen Schranke formal an. Wir haben eine Teilmenge m von r. Dann nennt man eine Zahl u, die größer gleich jedem Element von m ist, eine obere Schranke. Das ist hier bei unserem Beispiel auch der Fall. 1,25 ist größer gleich jedem Element. Und jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum ich größer gleich gesagt habe statt größer, weil 1,25 ist ja echt größer als jedes Element von m. Aber an sich darf ich größer gleich sagen und das passt auch mit der Definition. Die untere Schranke ist analog definiert. Wir schauen uns wieder eine Teilmenge von r an und eine Zahl u Schlange, die kleiner gleich jedem Element von m ist, ist eine untere Schranke. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Zahl, wie hier minus 0,25, die kleiner gleich jedem Element von m ist. Das passt und deswegen ist auch minus 0,25 eine untere Schranke und minus 10 auch. Aber irgendwie sind die Begriffe obere Schranke und untere Schranke schwach, weil ich habe mehrere obere Schranken und untere Schranken. Das bedeutet, die obere bzw. die untere Schranke ist nicht eindeutig. Wie können wir die Definition erweitern, sodass wir eine Schranke haben, die eindeutig ist? Wie wäre es mit einer besten oberen Schranke? Aber was wäre denn die beste obere Schranke? 100? Nein, weil 100 ist eine Zahl, die sehr weit weg von den Elementen sich befindet. Wie wäre es mit 1? Alle Elemente von m sind kleiner gleich 1 und das passt ja. Finde ich denn noch eine Schranke, die kleiner als 1 ist, das heißt näher an die Elemente dran ist, zum Beispiel 0,9? Wenn ich hier 0,9 habe, dann ist es leider nicht mehr die obere Schranke, weil es gibt ja noch 0,99, was größer ist als 0,9. Und die obere Schranke besagt ja, dass alle Zahlen kleiner gleich der Schranke ist. Das passt dann nicht mehr. Also scheint die 1 die beste obere Schranke zu sein und das ist sie auch. Und die 1 bezeichnet man auch als Supremum. Das ist die beste, die kleinste obere Schranke. So, jetzt schauen wir uns die Definition formal an. Wir haben eine Teilmenge m von r und das Supremum s einer Menge m ist die kleinste obere Schranke von m. Das heißt, die erste Bedingung ist, dass s eine obere Schranke sein muss. Das heißt, das haben wir eben gesehen, alle Elemente von m müssen kleiner gleich s sein. Und die zweite Bedingung besagt, dass wenn ich eine Zahl finde, das kleiner als s ist, das heißt, ich vermute, dass zum Beispiel x die kleinste obere Schranke ist statt s, dann finde ich aber ein y, was größer x ist. Das heißt, x ist keine obere Schranke. Hier im Beispiel habe ich das eben schon erwähnt. X ist zum Beispiel 0,9 und das ist kleiner als s. Aber ich finde ein y, was größer als 0,9 ist, zum Beispiel 0,99. Und das besagt schon, dass x nicht die kleinste obere Schranke ist, sondern s. Weil das gilt hier für alle x, nicht nur 0,9,
Auch wenn ich 0,999 nehme, finde ich leider wieder ein y, was größer ist als 0,999, zum Beispiel 0,9999. Aus diesem Grund, weil das hier für alle x gelten soll, ist es die kleinste obere Schranke von M. Analog zum Supremum gibt es auch die Definition des Infimums. Mit dem Infimum wird die größte untere Schranke von M bezeichnet. Hier ist das Infimum S-Schlange. Auch hier ist erstmal die Bedingung, dass S-Schlange erstmal eine untere Schranke sein muss. Das heißt, alle Elemente von M sind größer gleich S-Schlange. Und die zweite Bedingung besagt, dass ich keine Zahl x größer als S-Schlange finde, was auch gleichzeitig eine untere Schranke ist. Das heißt, S ist die größte untere Schranke. Es gibt kein Element größer als S-Schlange, was eine untere Schranke ist. Zum Beispiel nehme ich mal für x 0,25, aber es gibt ein y von m, was kleiner als 0,25 ist, zum Beispiel hier 0,125. Das bedeutet ja, 0,25 ist keine untere Schranke mehr. Und wenn wir alle x betrachten, kommen wir am Ende nur auf die 0, für die beide Bedingungen gelten. Das ist eine untere Schranke und die größte untere Schranke von M.